Kleiner Tipp für zwischendurch, für die Leute, die Inkscape benutzen. Ja, es ist immer so eine kleine Sache, dass der hier, gute Frage, was ist das, DIN A4 Letter irgendwie sowas als Standard hat. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Gerade wenn man zum Beispiel wie ich viel mit Videos arbeitet, da möchte man doch lieber eine andere Größe haben. Und ja, ich gehe hier standardmäßig hin und stelle hier entsprechend das auf Pixel dann um und entsprechend 4K-Auflösung zum Beispiel. Nur das muss ich halt jedes Mal machen, wenn ich hier entsprechend reingehe, und das ist ein bisschen nervig. Wäre doch cool, wenn das jedes Mal schon passiert ist, wenn man Inkscape aufmacht, sodass jedes neue Dokument automatisch alle Infos hat. Das geht dann relativ einfach, und zwar stellt man einfach alles ein, was man gerne haben möchte. Dann geht man hin und sagt Datei, Speichern unter. Und hier geht man dann in den Ordner home.config Inkscape Templates und speichert das Ding als Default SVG. Das hier funktioniert unter Linux und, wenn ich richtig gelesen habe, auch Mac OS X. Für Windows, da ist der Pfad hier vorne AppData und dann auch Inkscape Templates Default. Wenn wir das speichern, dann sollte eigentlich alles drin sein. Jetzt können wir das Ding nochmal zumachen, neu auf. Und tada, unser Dokument hat jetzt die richtige Größe und wir können direkt richtig loslegen. Hilft schon mal.